Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Waage, heute könntest du vor einer Entscheidung stehen, die sowohl Logik als auch Praktikabilität erfordert. Du könntest jedoch feststellen, dass deine Gefühle dich daran hindern, eine klare Entscheidung zu treffen. Anstatt dich gegen diese emotionalen Einflüsse zu wehren, solltest du einen Schritt zurücktreten und untersuchen, warum deine Gefühle dir im Weg stehen. Gibt es versteckte Faktoren, die du vielleicht nicht bedacht hast? Besitzt du alle notwendigen Informationen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen? Es ist wichtig, dass du alle Eventualitäten in Betracht ziehst, bevor du dich auf eine bestimmte Vorgehensweise festlegst. Dein abenteuerlustiger und wissbegieriger Geist lebt von der Erkundung, besonders an Tagen wie heute, wenn dein Geist vor neuen Ideen nur so sprüht. Aktivitäten wie Denken, Reden, Bewerten und Träumen liegen dir im Blut und tragen dazu bei, dass du dich in andere Menschen einfühlen und deren Leiden verstehen kannst. Um die Gefühle anderer wirklich zu verstehen, ist es jedoch wichtig, mehr zu beobachten als zu spekulieren. Um zu verhindern, dass du von den Problemen und Herausforderungen, die andere an dich herantragen, überwältigt wirst, solltest du deine Energie in ein Kunstprojekt oder eine Musikgruppe stecken. Diese kreativen Beschäftigungen können dir helfen, den Boden unter den Füßen zu behalten und das Gleichgewicht zu halten. Unabhängig zu arbeiten und deine Eigenständigkeit zu schätzen, wird in dieser Zeit der Schlüssel zu deinem Erfolg sein. Die Energien und Meinungen anderer Menschen können dich nur verwirren und von deinem wahren Ziel ablenken. Wenn du dir selbst vertraust und Entscheidungen auf der Grundlage deines eigenen Urteils triffst, wirst du mehr erreichen und deine Ziele im Auge behalten. Es hat den Anschein, dass dein Partner heute etwas Abstand braucht, und auch du fühlst dich vielleicht nicht besonders wohl in seiner Nähe, da er so sprunghaft und unruhig ist. Es wäre klug, sich mit eigenen Aktivitäten zu beschäftigen und sich gegenseitig etwas Freiraum zu geben. Das kann unnötige Streitereien verhindern und euch beiden eine dringend benötigte Pause verschaffen. Morgen wird sich alles wieder normalisieren und ihr könnt mit einer klareren Perspektive wieder zueinander finden. Bereite dich darauf vor, das strahlende Leuchten der Positivität zu umarmen, denn eine kosmische Welle des Überflusses und der Möglichkeiten kommt auf dich zu. Die himmlische Konstellation ist bereit, dich mit Segen zu überschütten und dich an die Schwelle eines bemerkenswerten Durchbruchs zu bringen. Ob es sich dabei um einen lang erwarteten beruflichen Aufstieg, die Entdeckung einer neuen Liebe oder ein kreatives Projekt handelt, das neue Höhen erreicht, diese außergewöhnliche Energie wird dein Leben mit grenzenloser Freude und Inspiration erfüllen. Heiße diesen Moment mit offenen Armen willkommen, denn er steht für ein Kapitel tiefgreifenden Wachstums und Erfüllung. Dein angeborener Optimismus und deine Abenteuerlust werden dich in eine Zukunft führen, die mit außergewöhnlichen Erfahrungen und tiefgreifendem persönlichem Wachstum gefüllt ist. Mach dir die Schönheit des Unbekannten zu eigen, denn sie ist der Schlüssel zu deinen besten Tagen. Da die Sonne in der Jungfrau dem rückläufigen Neptun in den Fischen gegenübersteht, könntest du heute Momente der Verwirrung oder Schläfrigkeit erleben. Diese kosmische Konstellation bietet dir aber auch die Möglichkeit, tiefe Einblicke in deine Träume und Wünsche zu gewinnen. Auch wenn es schwierig ist, diese Träume in die Realität umzusetzen, solltest du diese Zeit nutzen, um dich intensiv mit deinen Zielen zu beschäftigen. Ziehe in Erwägung, ein Tagebuch zu führen, um deine Bestrebungen zu dokumentieren und deine Fortschritte zu verfolgen, während du diese Phase der Selbstentdeckung und möglichen Transformation durchläufst.
Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die 10 der Schwerter steht für ein Gefühl des Verrats, ein schmerzhaftes Ende und das Bedürfnis nach einem Abschluss. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute mit dem Gefühl auseinandersetzen musst, überfordert zu sein oder eine große Enttäuschung oder einen Verrat erlebt zu haben. Sie bedeutet, dass du an einer Bruchstelle angelangt bist und das Bedürfnis nach Heilung erkennst. Die 10 der Schwerter ermutigt dich, zu akzeptieren, dass ein Zyklus oder eine Situation zu einem Ende gekommen ist, egal wie schmerzhaft sie auch sein mag. Sie erinnert dich daran, dass du den Prozess der Heilung und des Weitermachens beginnen kannst, wenn du die Wahrheit anerkennst und einen Abschluss zulässt. Neben der 10 der Schwerter haben wir die Hohepriesterin. Diese Karte steht für Intuition, inneres Wissen und die Geheimnisse des Unterbewusstseins. Sie steht für eine Zeit, in der du tief in dich gehst und deiner inneren Weisheit vertraust. Die Hohepriesterin lädt dich ein, deine Intuition anzunehmen und in dir selbst nach Antworten zu suchen. Sie erinnert dich daran, dass du viel von deiner inneren Welt lernen kannst und dass du durch das Anzapfen deiner Intuition die Führung finden kannst, die du brauchst. Als letztes haben wir die 3 der Münzen. Diese Karte steht für Zusammenarbeit, Teamwork und das Bedürfnis nach Kooperation. Sie steht für eine Zeit, in der du mit anderen zusammenarbeitest, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Die 3 der Münzen ermutigt dich, die Beiträge jedes einzelnen Teammitglieds zu schätzen und die Bedeutung der Zusammenarbeit zu erkennen. Sie erinnert dich daran, dass ihr durch effektive Zusammenarbeit erfolgreich sein könnt. Die 10 der Schwerter, die Hohepriesterin und die 3 der Münzen bilden zusammen eine Kombination aus Abschluss, innerer Weisheit und der Bedeutung von Zusammenarbeit. Mach dir heute die Energie der 10 der Schwerter zu eigen, indem du dir schmerzhafte Enden oder Enttäuschungen eingestehst, die du gerade erlebst. Erlaube dir, einen Abschluss zu akzeptieren und loszulassen, was dir nicht mehr dient. Verkörpere gleichzeitig die Energie der Hohepriesterin, indem du auf deine Intuition vertraust und nach inneren Antworten suchst. Nutze die Selbstbeobachtung als Mittel, um Führung und Verständnis zu finden. Kanaliere die Energie der 3 der Münzen, indem du Kooperation und Teamwork in deinen Unternehmungen schätzt. Erkenne die Bedeutung der Beiträge jedes Einzelnen und arbeite effektiv zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Diese Deutung steht für einen Tag des Abschlusses, der inneren Weisheit und der Bedeutung der Zusammenarbeit. Nimm die Energie der 10 der Schwerter an, indem du Abschlüsse akzeptierst und Heilung zulässt. Nutze die Intuition und die innere Führung der Hohepriesterin, wenn du nach inneren Antworten suchst. Nutze schließlich die Weisheit der 3 der Münzen, um effektiv mit anderen zusammenzuarbeiten und bei euren gemeinsamen Unternehmungen Erfolg zu haben. Erinnere dich daran, dass du durch das Anerkennen von Abschlüssen, das Vertrauen in deine Intuition und die Zusammenarbeit mit anderen den Tag mit einem Gefühl der Heilung und des Fortschritts in deinen persönlichen und gemeinschaftlichen Unternehmungen bewältigen kannst.